zwei Eurofighter des taktischen Luftwaffengeschwaders 74 werden startklar gemacht. Während die Bodencrew die Maschinen vorbereitet, treffen auch die Piloten letzte Maßnahmen vor dem Start. 31, 35, Flugplan. Das Team ist eingespielt. Die Eurofighter sind bereit. Ziel der beiden Kampfjets ist ein Verfügungsraum nahe des Truppenübungsplatzes. Dort halten sich die Piloten auf Abruf bereit, um die Panzergrenadiere aus der Luft zu unterstützen. In 30.000 Fuß Höhe versorgt ein Tankflugzeug der US Air Force die beiden Eurofighter mit Treibstoff. Der JTAC nimmt Verbindung mit den Piloten der beiden Eurofighter auf, um den Close Air Support in die Wege zu leiten. Der Panzergrenadierzug ist zu nah an den feindlichen Kräften, um den Abwurf einer Bombe zu riskieren. Daher weist er die Piloten an, die Bordmaschinenkanone einzusetzen. Der erste Angriff des Feindes ist damit erfolgreich abgewehrt. Zurück zur Gefechtsübung. Der JTAC hat gemeinsam mit den Piloten der Eurofighter ein Ziel identifiziert, auf das eine Bombe abgeworfen werden soll. Zuvor hat er sichergestellt, dass sich keine eigenen Kräfte im Wirkungsradius befinden. Sie zerschlagen. Im sogenannten Battle Damage Assessment vergewissern sich die Piloten der Eurofighter, ob der Abwurf erfolgreich gewesen ist. Die Auto 1 mit allen Kräften auf dem Ziel gewonnen. Gewählter Feind zerschlagen. Derzeit keine Feindaufklärung.